Der Applaus wollte nicht enden, als gestern, bildlich gesprochen, der Vorhang zum Ende der Aufführung fiel. Die Vorpremiere des Kufsteiner Operettensommers 2011 mit dem Stück Die Zirkusprinzessin fand bei zahlreich angereistem Publikum großen Anklang. Es war so toll. Freuen wir schon nächstes Jahr. Sehr gut, sehr schön. Ja, und alle, die was jetzt noch nicht da sind, die was euch kommen, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Die Hauptdarstellerin und Sängerin Ursula Pfitzner schwärmt aber nicht nur von der Probenarbeit, sondern auch vom Regisseur war sie schlichtweg begeistert. Wir haben ja in Wien 3 Wochen vorgeprobt und unser lieber Kollege Wolfgang Gratschmeier, den ich ja eigentlich bis dato nur als Sängerkollegen kannte, ist ein Traumregisseur. Also es ist wirklich ganz toll, mit ihm zu arbeiten, weil er genau weiß, was er wie weitergehen kann und was er rausholen kann aus seinen Kollegen quasi. Und das war eine wunderschöne Arbeit. Dennoch hatte ein Gefühl den gestrigen Abend stets begleitet. Kalt. Es ist natürlich super, wenn man vor dem Auftritt einfach in die Berge schauen kann. Das kannst du natürlich nicht in der Oper. Man gewöhnt sich an die Kälte. Also ich bin schon Freiluft erprobt. Wenn man auf der Bühne ist, merkt man es nicht. Man geht nur, wenn man abgeht, merkt man, oh ja, jetzt ist ein bisschen kalt. Für die am Freitag stattfindende Premiere kann man nur auf freundlicheres Wetter und angenehmere Temperaturen hoffen.